Dann bedanke ich mich in erster Linie für die freundliche Vorstellung, für die Geduld, weil die Verspätung ging leider auf meine Kappe, also nicht nur die technischen Pannen. Und natürlich bedanke ich mich auch für die Einladung, dass ich in diesem ganz anderen Rahmen, der für mich eigentlich unüblich ist, sprechen darf, da ich aus der Perspektive des Literaturwissenschaftlers heute über einige Aspekte von Narrativen, von Flucht, weniger von Exil, das wird sich vermutlich zeitlich nicht ausgehen, sprechen werde. Und ich habe Ihnen dabei drei Aspekte vorbereitet. Ich möchte im Rahmen meines Vortrags heute zuerst ganz allgemein ein bisschen etwas darüber sagen, was man unter einem Narrativ, unter Narrativen oder Narrativierungen verstehen kann. Ich möchte dabei nicht allzu lange mit Definitionen behelligen, sondern dann relativ schnell auch zu dem Punkt kommen, wo ein Sonderheft der Zeitschrift, die ich herausgebe, von Tredere, vorgestellt werden soll. Das war ein Punkt, wo sich die Wege von Hakan Gözes und mir einmal gekreuzt haben, einmal nachdem wir uns schon auf der Philosophie kennengelernt hatten. Und das war eben ein Sonderheft, das sich ganz dezidiert mit der Frage beschäftigt hat, wie ein alternatives, nicht pejoratives Sprechen über Menschen auf der Flucht aussehen kann. Und nach diesem zweiten Abschnitt des Vortrags möchte ich dann noch praktisch aus meiner wissenschaftlichen Arbeit heraus, beziehungsweise aus recht allgemeinen Theorien dieser wissenschaftlichen Arbeit, einige kulturtheoretische Werkzeuge und vielleicht auch Einsatzorte für Kritik vorstellen. Ich glaube, da können wir dann auch ganz gut vielleicht eine Diskussion anschließen, um eben auch den Schwenk zur politischen Bildung und politischen Erwachsenenbildung zu schaffen. So, das sollte noch nicht sein. Bevor ich jetzt anfange und Sie da wirklich gleich mit einigen Definitionen konfrontiere, möchte ich mit einem kurzen Beispiel beginnen. Es handelt sich dabei um eine der klassischen Erzählungen der Flucht, da nicht ganz klar ist, ob es von einer Flucht zu etwas hin oder eben einem besseren Leben oder einer Flucht vor etwas, einer konkreten Bedrohung handelt. Bitte stellen Sie sich also folgende Grundbestandteile dieser kurzen Beispielgeschichte vor. Die Protagonistin, eine junge und wie berichtet wird, gut aussehende Frau, stammt vom östlichsten Rand der Mittelmeerküste her. Eine genauere Ortsangabe ist dabei vorerst nicht weiter wichtig. Es handelt sich aber grob um das Küstengebiet zwischen Haifa und Latakia, im Libanon oder vielleicht auch weiter nördlich in Syrien. Wichtiger ist, dass sie aus der Oberschicht ihrer Gesellschaft stammt und doch aus den erwähnten schwer einzuschätzenden Gründen, die Rede ist von Verfolgung, physischen Bedrohungen und anderweitiger Gewalt, über das Mittelmeer flüchtet. Die ebenso beschwerliche wie gefährliche Überfahrt endet auf einer griechischen Insel, an der die Protagonistin strandet. In manchen Fassungen der Erzählung handelt es sich dabei um die Insel Kreta, wobei auch dieses Detail nicht entscheidend ist, dafür ihr persönliches Schicksal viel schwerer wiegt, dass sie Opfer einer oder mehrerer Vergewaltigungen wird und ihr Dasein letztlich im Exil als unfreiwillige Mutter dreier Kinder fern von ihrem Geburtsort zu fristen hat. Soweit die Eckpunkte dieser kurzen Erzählung. Ich möchte Sie nun dazu einladen, sich vorzustellen, wie unterschiedlich diese Geschichte erzählt werden kann. Als exemplarisches Beispiel für die ubiquitären Migrationsbewegungen im frühen 21. Jahrhundert etwa, die Ausdruck von immensen politischen Konflikten und zugleich einer massiven wirtschaftlichen Asymmetrie sind. Es könnte sich ebenso sehr um eine Reportage handeln, die individuelle Schicksale anhand von Interviews zugänglich zu machen versucht, wie auch um einen globalisierungskritischen Artikel einer eher linkspolitisch orientierten Zeitung. Ebenso wäre es denkbar, der Erzählung in einem ganz anderen Kontext zu begegnen, wo weniger von Flucht und Vertreibung die Rede ist, als von der Anziehungskraft des westlichen Wohlstands, zu dem die griechische Küste einen ersten, wenn auch zugegeben, beschwerlichen Zugang verspricht. Diese ganz andere Perspektive auf die Erzählung sehe dann vielleicht als Überschrift in einer Tages- oder schlimmer gar Gratiszeitung so aus. Drastischer Anstieg der Zahl von Wirtschaftsflüchtlingen in Europa. Griechische Auffanglager zunehmend überfüllt. Hier müsste man den internen Namen eines populistisch agierenden Politikers einsetzen, fordert sofortige Verschärfung des Asylrechts zur Erleichterung von Rückführungen. Diese fiktive Schlagzeile macht auch deutlich, wie unwahrscheinlich es momentan wäre, dass über unsere Beispielgeschichte im Sinne eines individuellen, tragischen Falles überhaupt berichtet werden würde. Viel eher würden sie in den narrativen Bogen einer ganz anderen Erzählung integriert werden, sodass man entweder froh wäre, die junge Frau nicht zu den tausenden Todesopfern der gefährlichen Überfahrten über das Mittelmeer rechnen zu müssen,
oder sie gar zu jenen zu zählen, die ungeachtet ihrer weiteren persönlichen Umstände es zu einem legalen Asylstatus gebracht und es insofern geschafft hätten. Wenn ich unser Beispiel zuvor als klassische Erzählung einer Flucht bezeichnet habe, so sollte das Attribut klassisch nicht darauf anspielen, wie sehr wir alle in den vergangenen Jahren unweigerlich an derlei Schilderungen gewöhnt worden sind. Klassisch ist die genannte Geschichte vielmehr deshalb, weil sie wesentlich mit der Identität Europas verbunden ist. Und zwar nicht nur in dem Sinn, dass die griechische Küste für viele das vorläufige Ende der Flucht darstellt. Die Verbindung, die einigen von Ihnen bestimmt aufgefallen ist, reicht tiefer. Denn bei der Protagonistin der Erzählung, die zwar auch im Jahr 2016 angesiedelt sein könnte, handelt es sich um keine andere als um Europa selbst. Also um die mythische Figur, von der der stolze Kontinent Europa seinen Namen herleitet. Hier ist sie. Die Bezugnahme auf den narrativen Hintergrund dieses Namens erscheint mir heute aus vielerlei Gründen wichtig. Nicht nur, um ein schlagendes Beispiel für den harten Kontrast zu geben, der sich in den Namen eingeschrieben hat. Der Kontrast zwischen dem positiven Selbstbild des politischen Projekts Europa, das sich als friedvoller und schützender Hafen verstehen möchte, und der uneinnehmbaren Festung Europa, nach der populistische Politiker rufen. Die Geschichte des Namens Europa ist zugleich ein mustergültiges Beispiel einer Verdrängungsleistung, wenn man sich vor Augen führt, dass gerade die Chiffre des Abendlandes selbst auf den kritisierten Namen einer, um Barbara Frischmuth zu zitieren, orientalischen Königstochter zurückgeht, die vermutlich aus dem Gebiet des heutigen Syrien stammt. Heute Abend, wo es um die Rolle, Funktion und Kritik von Narrativen geht, veranschaulicht das Beispiel aber noch etwas ganz anderes, nämlich wie sehr die Einschätzung und Beurteilung einer solchen Fluchtgeschichte davon abhängig ist, wie diese erzählt, narrativiert, in eine nachvollziehbare und kohärente Folge von Ereignissen und Begebenheiten gegliedert wird. Auch wenn man von den unzähligen Versionen dieses Mythos absieht und sich auf die kanonisch gewordene Variante konzentriert, die in den Metamorphosen des Ovid überliefert ist, bleibt die Geschichte interpretationsbedürftig. Und es ist, glaube ich, dabei kein Zufall, dass nicht ganz klar wird, ob es die Zudringlichkeiten des Zeus waren, die die phönizische Prinzessin Europa zur Flucht bewogen haben, oder ob umgekehrt Zeus als weißer Stier so verführerisch war, dass es Europa einvernehmlich über das Meer nach Kreta bringen konnte. Da man gemeinhin von einer Entführung spricht, dürfte die Freiwilligkeit zumindest zweifelhaft sein. Anschaulich wird jedenfalls, dass ein und dieselbe Erzählung zum Ausgangspunkt rechtspolitischer Empörung, also das Stichwort lautet natürlich Wirtschaftsflüchtlinge, wie auch zum nachträglichen Gründungsmythos ihrer souveränen und natürlich privilegierten Identität werden kann. Die Protagonistin der Fluchtgeschichte eignet sich heute genauso als parasitäres Feindbild der Boulevardmedien wie als positive Identifikationsfigur, deren Porträt seit 2013 sogar auf jedem 5-Euro-Geldschein zu finden ist. Ausschlaggebend ist also nicht was, sondern wie erzählt wird, in welchem narrativen Zusammenhang und Bogen eine bestimmte Sicht auf einen Sachverhalt dargelegt, kontextualisiert und dadurch immer auch interpretativ formatiert wird. Wir sind damit längst bei der angekündigten Definitionsfrage angekommen, was unter einem Narrativ jetzt eigentlich zu verstehen ist. Eine vielleicht zu einfache Bestimmung, wie man sie auch auf Wikipedia einfach findet, berücksichtigt beispielsweise die identitätsstiftenden, wahrnehmungsleitenden und historisch variablen Charakteristika nur unzureichend. Sie lautet: Als Narrativ bezeichnet man eine Äußerung, die sich auf etwas Historisches bezieht, die sowohl Inhalt als auch Subtext transportiert und deren Funktion es ist, Erlebtes in bekannte Kategorien zu bringen. Im Vordergrund steht hier die oftmals übersehene Tatsache, dass allen Sinngebungen und damit jedwedem Verständnis von etwas als etwas ein minimales erzählerisches Konstrukt innewohnt, das es ermöglicht, einen Sachverhalt gedanklich einzuordnen, mit Bekanntem zu assoziieren oder davon abzugrenzen. Reflektiertere Definitionen berücksichtigen darüber hinaus, dass Narrative verstetigte Wissensformationen sind, die nicht nur etwas Unbekanntes ein Stück weit bekannter machen, sondern immer auch Teil eines kollektiven, identitätsstiftenden Verständigungs- und Auslegungsprozesses sind. So schreibt Wolfgang Müller-Funk etwa in seinem Standardwerk Die Kultur und ihre Narrative. Kulturanthropologisch gesehen stellt das literarische Erzählen eine Ausdifferenzierung, den Sonderfall einer generellen Praxis dar, die sich ubiquitär in allen Bereichen des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens wiederfindet.
Zweifelsohne sind es Erzählungen, die kollektiven, nationalen Gedächtnissen zugrunde liegen und Politiken der Identität bzw. Differenz konstituieren. Kulturen sind immer auch als Erzählgemeinschaften anzusehen, die sich gerade im Hinblick auf ihr narratives Reservoir unterscheiden. Das gilt für die Mythen traditioneller Gemeinschaften ebenso wie für die modernen großen Erzählungen. Und er fährt fort. Dabei ist nicht entscheidend, dass diese Erzählungen überall materialisiert und präsent sind. Die Logik des Common Sense besteht gerade darin, dass es sich nicht explizit zu machen braucht. Die wirksamsten Erzählungen sind nicht die Manifesten, sondern die Latenten, die selbstverständlich geworden sind und nur gelegentlich zelebriert zu werden brauchen. Erst im Kampf um Bedeutung, wie es der Alltag moderner Gesellschaften ist, treten die narrativen Grundmuster zutage. Von einem Narrativ zu sprechen ist also vor allem dann sinnvoll, wenn es nicht um eine individuelle Erzählung, sondern um intersubjektiv wirksame, kollektiv etablierte Erzähl- und Identitätsmuster geht. Diese verhelfen uns gerade durch ihre latente Wirksamkeit zu alltäglichen Sinnstiftungen, die uns in ihrer wiederkehrenden Schematik erst auffallen, wenn sie durch abweichende oder widerstreitende Erklärungsmuster angezweifelt werden. Narrative grundieren dabei Erzählungen ganz unterschiedlichen Ausmaßes. Sie können deutlich werden an einzelnen Begriffen, die eine bestimmte Färbung und Interpretation nahelegen, oder auch an der immanenten Weltsicht ganze Theoriegebäude, die zugleich Ausdruck eines wissenschaftlichen Paradigmas sind, wie auch einer ganz bestimmten Welt aus Leben. Je nachdem, wie sehr ein Narrativ in Konflikt mit anderen Erklärungen gerät, sprechen wir von falschen Vorurteilen, Stereotypen, Meinungen oder am ganz anderen Ende des Spektrums von wissenschaftlichen Diskursen. Wichtig ist jedenfalls, dass Narrative unvermeidlich und kollektiv sind, oftmals implizit bleiben, dennoch interpretativ wirksam werden und wesentlich an der Konstitution von Fremd- und Selbstbildern mitwirken. So, mit dieser provisorischen Definition komme ich jetzt zum zweiten Abschnitt, wo ich das Sonderheft kurz vorstellen möchte, das vor einem Jahr erschienen ist. Im Herbst 2015 konnte man nämlich die Wirkungsweisen dieser narrativen Konstruktionen in Bezug auf Menschen auf der Flucht so deutlich wie selten in der öffentlichen Berichterstattung mitverfolgen. Zwar wurde in einigen Zeitungen reflektiert, inwiefern Ausdrücke wie Asylant oder schlimmer Asylwerber oder noch schlimmer eben Wirtschaftsflüchtling auch aus der Sicht der Linguistik keine objektiven Beschreibungen sein können. Dennoch wurden in fast allen Medien Metaphern aus dem Reich der Naturkatastrophen verwendet. Der zunächst harmlose Flüchtlingsstrom steigerte sich da schon bald zur Flüchtlingswelle und wurde nur noch vom ziemlich grotesken Flüchtlingstsunami überboten, wobei alle Metaphern die gleiche suggestive Wirkung in verschiedenen Intensitätsgraden transportieren. Sie entmenschlichen und kollektivieren die Flüchtenden, machen aus ihnen eine anonyme Bedrohung, die noch dazu keine andere Ursache zu haben scheint, als andere Naturkatastrophen eben auch. Willkommenskultur, Betroffenheit und Hilflosigkeit wurden zunehmend von einer Sprache verdrängt, die ganz andere, nämlich pauschal pejorative Vorannahmen transportiert. Aus diesem Grund entschloss ich mich gemeinsam mit einigen Kolleginnen und Kollegen, namentlich Eva Schörkuber, Peter Klar und Daniel Terkel, ein Sonderheft der kleinen Zeitschrift Reda herauszugeben. Und vielleicht kurz ein paar Worte ganz allgemein zur Zeitschrift. Es ist ein Heft, das in einer Auflage von rund 200 Exemplaren zweimal im Jahr erscheint, seit 2009. Es werden an und für sich Beiträge ganz unterschiedlicher Genres zu Literatur und Theorie veröffentlicht, vorrangig zu ästhetischen, selten zu explizit politischen Themenstellungen. Aber in diesem Fall erschien uns das ganz wesentlich, hier auch im Rahmen von so einem kleinen Medium aktiv zu werden. Ende Oktober 2015 luden wir daher über 50 verschiedene Schriftstellerinnen und öffentliche Intellektuelle dazu ein, mit uns über die unterschwellige Narrativierung des Sprechens über Flüchtlinge nachzudenken. Die Themenstellung war dabei, dass wir nicht einfach eine Kritik von abwertenden Sprech- und Schreibweisen anstoßen wollten, sondern nach konkreten Alternativen zu diesen Sprechmustern fragen wollten. Es ging also darum, alternative Sicht-, Denk- und Sprechweisen zum Menschen auf der Flucht zu finden. Selbstverständlich konnten mögliche Antworten auch in Analysen bestehen, wie Flüchtlinge medial zu einer bedrohlichen Masse stilisiert werden, um darauf aufbauend dann Vermeidungsstrategien formulieren zu können, beispielsweise. Beides lief darauf hinaus, nach einem anderen Sprechen zu fragen, das unvoreingenommenere Bildung möglich macht, um der politischen Herausforderung überhaupt mit der nötigen Differenziertheit begegnen zu können.
Die einzige Einschränkung seitens der Redaktion war, das haben wir uns dann tatsächlich auch nicht durchgehen lassen, das zu ignorieren, dass es nicht um Berichte gehen sollte, die ausschließlich auf Betroffenheit abzielen. Innerhalb von 2 Monaten, das Ganze hat angefangen mit Ende Oktober und wurde dann bis Ende Dezember weitestgehend fertiggestellt, haben uns daraufhin rund 100 Texte erreicht, eben auch wieder aus den unterschiedlichsten Gattungen und Genres, von denen wir dann letztlich 36 in die Printversion aufgenommen haben. Das Ganze hat dann ein 150 Seiten starkes Sonderheft ergeben, das in einer Auflage von 150 Exemplaren erschien und in der Alten Schmiede in Wien vorgestellt wurde. Die Hefte wurden vom Bundeskanzleramt gefördert und sozusagen konnten für uns kostenfrei gedruckt werden. Wir haben unsere Arbeitszeit investiert und die Hefte gegen freie Spende abgegeben. Also von diesen 150 Exemplaren ist auch kein einziges Heft übrig geblieben. Ich habe heute noch eins mit, das ich mir aufgehoben habe. Und so kamen insgesamt innerhalb von rund 2 Monaten, glaube ich, 1.000 Euro rund zusammen, die wir dann gespendet haben. Und zwar haben wir uns entschieden, das an den Verein Deutschkurse für Dreiskirchen zu überweisen. Einfach, weil wir alle der Meinung waren, dass es das Wichtigste wäre, den ankommenden Menschen dabei zu helfen, eben sich in der fremden Sprache zurechtzufinden und möglichst schnell wieder als eigene Stimme hörbar zu werden. Der Titel des Heftes, man sieht das hier am Bild aufgestempelt, ich hoffe, man kann es vermutlich nicht lesen, lautet Alternativlos Flüchtling. Und der Titel versucht dabei anschaulich zu machen, dass die Alternativlosigkeit der Flucht nicht unbedingt der Alternativlosigkeit hinsichtlich unserer eigenen Sprachverwendung entsprechen muss. Also dass der pejorative Ton der meisten Narrativierungen daraus vermeidbar oder eben auch zu verurteilen ist. Ich kann jetzt natürlich leider keinen sehr gründlichen Einblick geben in diese 150 Seiten an Texten. Ich kann aber stellvertretend kurz erwähnen, wer ungefähr mitgemacht hat. Ein paar Namen: Chris Bader, Thomas Ballhausen, Barbara Frischmuth, Markus Köhle, Alain Jardot, Adrian Kasnitz, Die Schweigende Mehrheit, Barbie Markovic, Mieze Medusa, Wolfgang Müller-Funk, Gabriele Petrischek, Gerhard Ruiz, Jerome Segal oder auch Irene Suchy. Und ich kann nur allen ans Herz legen, die sich für das Thema offensichtlich interessieren. Das Heft ist zwar faktisch vergriffen, ist aber als PDF weiterhin zugänglich. Wir haben das als digitale Version auf der Website. Sie können das einfach so runterladen. Und es lohnt sich einfach auch deswegen, weil sich einige wirklich sehr gute literarische Texte darin finden, die dieses Thema auf sehr hohem Niveau verhandeln. Was für Impulse und Antworten finden sich nun in diesen Texten des Sonderhefts? Ich möchte jetzt kurz 5 Standpunkte oder 5 Ansätze herausgreifen und Ihnen die anhand von Auszügen vorstellen. Die erste ist Barbara Frischmuth. Barbara Frischmuth beispielsweise plädiert dafür, die Macht der Sprache nicht dahingehend misszuverstehen, dass eine Reihe positiverer Narrative bereits eine Lösung in sich selbst bedeuten könnte. Sie warnt vor unsachlichen Aufladungen und Färbungen in beide Richtungen. Also in die Richtung der Naturkatastrophenrhetorik ebenso, wie auch in die Richtung, wo naive Erwartungen und Versprechungen, dass beispielsweise bei gutem Willen schon alles gut werden würde, ausgesprochen würden. Ihrer Auffassung nach braucht es eine empathische Auseinandersetzung, um möglichst bald konkrete Lösungen finden zu können, die nicht durch sprachliche Verzerrungen erschwert oder gar verhindert würden. Was also dringend Not tut, schreibt sie, ist ein Diskurs. Vorbei an Verteufelung und Verharmlosung, an erkennbarem Hass und zur Schau gestellter Menschenliebe, an Gegenwartspanik und illusionärer Zukunft. Über das, was ist. Hunderttausende Menschen, von Krieg und Elend zur Flucht getrieben, sind auf der Suche nach einem neuen Leben zu uns gekommen und das spaltet unsere Gesellschaften. Die vordringliche Frage lautet also, wie man einen Konsens erzielen kann, um den unter größten Strapazen geflüchteten Menschen dieses neue Leben zu ermöglichen und was die zur Flucht gedrängten Menschen von sich aus tun sollen, um sich in diesem neuen Leben zurechtzufinden, ohne sich vor neuer Verfolgung fürchten zu müssen. Zusammengefasst also, die Arbeit an den entsprechenden Narrativen ist für sie eine notwendige, um keinen Chimären aufzusitzen und auch kollektiv handlungsfähig zu bleiben. Eine zweite Strategie, die mehrere Autoren und Autorinnen verfolgt haben, besteht darin, das abwertende Sprechen über Schutzsuchende selbst mit der Behauptung der naiven Kurzsichtigkeit zu konfrontieren.
jede Perspektive, so ließe sich das zusammenfassen, die Menschen auf der Flucht insgeheim zu Aggressoren macht und so eine Opfer-Täter-Umkehr betreibt, vertauscht Ursachen und Wirkungen. Dies gilt es deutlich zu machen. Es geht den Autorinnen dabei gar nicht darum, die genauen Fluchtursachen aufzudecken. Was kenntlich gemacht werden sollte, war, dass die angriffige Rhetorik lediglich eine klägliche Form der Symptombekämpfung sein kann. Diesen Gestus fasst beispielsweise Adrian Kastnitz in folgendes Gedicht, das den Titel trägt »Am Zaun von Melilla«. Am Vormittag schütteln die Regierungsvertreter sich die Hände. Am Mittag speisen sie Spanisch mit Blick auf freundliches Gelände. Abends gibt es ein Bankett, zu Nacht liegen sie im Bett. Eine dritte Strategie steigert diese diskursive Taktik noch. Autoren wie Gerald Linder oder Jérôme Segal versuchen in ihren Texten zu zeigen, dass eine sprachliche und reale Verteufelung und Abwehr von Flüchtenden nicht nur Ursachen und Wirkungen vertauscht, sondern die globale Situation gründlich verkennt. Sie umreißen in ihren Analysen ein Panorama an bereits wirksamen und vor allem noch wirksam werdenden Fluchtursachen, die es ihrer Meinung nach in Zukunft unmöglich machen werden, konstruktiven Lösungen, anerkennende Regelungen schlichtweg zu verweigern. Segal formuliert dies unter Rückgriff auf Jacques Derrida positiv, wenn er schreibt: Mitte September 2015, als mehr Menschen als sonst aus den Kriegsgebieten in Syrien oder dem Irak in Richtung Europa geflüchtet sind, die größte Mehrheit blieb eigentlich im Libanon oder in der Türkei, hat man in Frankreich wieder bei Derrida nachgelesen. In der Tageszeitung Le Monde erklärt Jean Birnbaum, dass man zwei Arten von Gastlichkeit, Hospitalität, unterscheiden sollte. Einerseits die bedingungslose Gastlichkeit, die man in der Bibel wiederfindet und die das Wesen des Kosmopolitismus ausmacht, als das Gesetz der absoluten Gastlichkeit. Und andererseits die Gesetze der Gastlichkeit, die einfach bestimmen, wen man bei sich aufnimmt und daher, was einen als Land ausmacht. Er fährt fort: Trotz dieser Spannung zwischen beiden Arten von Gastlichkeit denkt Bimba, dass die Frage nicht, sollen wir sie annehmen, lauten sollte, sondern vielmehr, wie sollen wir sie annehmen. Birnbaum schlägt daher vor, die Menschen, die seit dem Sommer 2015 nach Europa gekommen sind, weder Flüchtlinge noch Migranten zu nennen, sondern die Ankommenden, les arrivants. Solche Überlegungen, fährt Segal fort, über Sprache und die Konditionen der Gastlichkeit werden immer notwendiger. Die Klimaveränderungen verursachen heute schon mehr Menschenflucht als alle Kriege zusammen, ca. 26 Millionen im Jahr. Diese Menschen auf der Flucht kommen zwar nicht zu uns, noch nicht zu uns, weil sie zum Beispiel in Bangladesch oder auf einer Insel mitten im Pazifischen Ozean leben. Sie sind noch nicht einmal die Ankommenden. Aber müssen wir nicht schon jetzt bereit sein, unseren Egoismus zu dämpfen, um diese Menschen zu retten? Wenn er heute Abend nicht mehr neben mir, aber jetzt gegenüber von mir sitzt, möchte ich nicht ganz darauf verzichten, eine kurze Passage auch aus dem Text von Hakan Gürses zu zitieren. Im Sinne einer vierten Strategie erinnert er unter anderem daran, dass es nicht auf einzelne oder vermeintlich richtigere Ausdrücke ankommt, sondern auf großflächigere diskursive Formationen, denen man nur durch eine vielschichtige Kritik begegnen kann. Und zwar schrieb er da vor einem Jahr: Wenn Asylsuchende in einem Atemzug mit mühsamer Integration, fehlender Ausbildung oder hoher Arbeitslosigkeitsrate hier bei uns erwähnt werden, macht man Opfer zu Tätern. Wenn in staatstragender Pose über Islamismus, über unsere Werte, über berechtigte Ängste der Bevölkerung, über Gefahren der Migration geredet wird, macht man Rassismus auch im Kontext des Asyls salonfähig. Wenn man zwischen Kriegsflüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen unterscheidet, macht man Geflüchtete zu potenziellen Kriminellen. Dazu braucht man dann nur mehr Asylant zu sagen und schon kommt die Botschaft an. Nicht die Wörter allein, die hier verwendet werden, sind das Problem, sondern der Diskurs, in dem sie als Bestandteile auftauchen. Politische Korrektheit, die sich an Wörtern orientiert, kann solch eine vielschichtige Formation nicht viel anhalten. Es ist eine diskursive Strategie der Macht, mit der wir es hier zu tun haben und der nur eine ebenso vielschichtige Gegenstrategie Widerstand leisten kann. Zitat Ende. Das fünfte und letzte Beispiel, das ich Ihnen
jetzt kurz vorstellen möchte, thematisiert weniger eine Strategie oder eine Haltung, sondern eine sprachreflexive und verunsichernde Hoffnung. Thomas Stangl handelt in seinem Essay vom Unbehagen an der immer radikaler werdenden Sprache und der politischen Korrektheit gleichermaßen. Dieses Unbehagen verschwindet für ihn persönlich auch nicht durch tätige Hilfsleistungen, wie beispielsweise dem kollektiven Aktionismus am Wiener Westbahnhof, an dem er auch mitgewirkt hat. Was ihn aber gerade in diesem Unbehagen mit etwas Optimismus erfüllt, ist, dass es genau diese tiefgreifende Verunsicherung gibt, die sich nicht in einer anderen Sprache, sondern einer ehrlich empfundenen Sprachlosigkeit ausdrückt. Daher beschreibt er die schockierenden Fotos von an den Strand gespülten Kinderleichen, die, auch ohne eine andere, positivere Sprache zu finden, etwas bewirkt haben, das nicht zu leugnen ist, nämlich eine geteilte Erfahrung der Fremdheit. Er schreibt, es nützt nichts, seine Meinung vor sich herzutragen. Man braucht nicht die Gewalt neuer Wörter, neuer Sicherheiten, neuer Selbstgerechtigkeiten. Anstatt von Selbstsicherheiten und Wahrheiten aus, lässt sich viel besser von der Fremdheit her denken, von der vielleicht ganz flüchtigen, harmlosen Erfahrung, nicht daheim zu sein im Wirklichen, dass die Wirklichkeit nicht mehr das ist, wo man mit seinen Wörtern daheim war, nicht mehr das, was man als die Wirklichkeit kannte. Deshalb das Hin- und Herschieben und das Aushöhlen von Wörtern, auch wenn es müßig erscheint, wir die Sprache in der Fremde immer noch fast verloren haben und die Nacht als Fremdlingen unter den Menschen nur das Bild einer Nacht ist. Für etwas steht, für das Nichts von einem Etwas, eine lyrische Unsicherheit, Haltlosigkeit. Diese fünf Beispiele sind nur ein kurzer Auszug, eine ganz willkürliche Stichprobe. Also ich lade Sie wirklich sehr herzlich ein, dass Sie sich dann das ganze Heft herunterladen, eben unter der später auch nochmal eingeblendeten Adresse. Und komme nach diesen Stichproben jetzt zum letzten Abschnitt, der Frage nach dem Umgang mit Narrativen und den Einsatzorten für Kritik. Die gerade vorgestellten Texte wurden vor über einem Jahr verfasst. Seit damals wurde in der sogenannten westlichen Welt aber nur noch deutlicher das vereinfachende Erklärungsmuster ein enorm großes Publikum erreichen und, getragen von diesem breiten Zuspruch, den Anschein moralischer Vertretbarkeit gewinnen können. Problematisch ist daran nicht nur, dass diese Erklärungsmuster unzutreffend und moralisch verwerflich sind, sondern auch, dass sie kurzsichtige oder rein oberflächliche Lösungen anbieten. Wie also damit umgehen? In den Literatur- und Kulturtheorien der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren Themen wie Migration, Vertreibung und Exil entscheidende Herausforderungen, die eine ganze Reihe von Denkfiguren hervorgebracht haben. Diese Werkzeuge sind ausgesprochen nützlich, um unterkomplexe und unwahr vereinfachende Narrative zu entschlüsseln. Es braucht dafür weder eine allgemeine Theorie der Flucht noch der Flüchtenden, denn diese würde nur über die unendliche Zahl der verschiedenen Fluchtursachen und Schicksale hinwegtäuschen. Aber genau hieran setzen diese Werkzeuge an, die zunehmend auch in den kritischeren Tageszeitungen genannt oder auch schon vorausgesetzt werden. Immer geht es dabei aber darum, vereinfachende Identitätskonstruktionen zurückzuweisen, die es zu erlauben scheinen, pauschal zwischen Freund und Feind, zwischen uns und ihnen unterscheiden zu können. Immer geht es darum, die individuell und kollektiv bedrohte eigene Identität schützen zu wollen, die überhaupt erst eine Rolle spielt, da es plötzlich jemanden geben soll, der diese durch seine bloße Anwesenheit in Frage zu stellen scheint. Dass diese Behauptung mit dem Menschenrecht des Asyls, auf das unsere vermeintliche Kultur stolz ist, nichts zu tun hat, ja ihm sogar fundamental widerspricht, liegt auf der Hand. Um diesem Widerspruch auszuweichen, genügt es aber scheinbar, das Unbekannte mit den immer gleichen Vorurteilen zu belegen, die es dann trotzdem rechtfertigen, unter uns bleiben zu wollen. Diese von Gayatri Spivak als Othering beschriebene diskursive Strategie erleichtert nicht nur das eigene Gewissen, da man sich um von vornherein entmenschlichte Wesen ja nicht kümmern muss, und stärkt zudem das angekratzte Selbstbild, das sich aus dem Kontrast zu denen nährt, denen es noch schlechter geht. Die logische Folge sind kulturalistisch argumentierende Fremdbilder, da diese Identitätszuschreibungen zu unverrückbaren Wesensmerkmalen gerinnen und das Othering somit auf einer noch allgemeineren Ebene fortgesetzt wird. Kulturalistische Argumentationen errichten immer das Phantasma einer wesensmäßigen Unvereinbarkeit von ganzen Kulturen, die bedauerlicherweise nicht auszuräumen sind
und natürlich nichts als ein Phantasma aus diversen Ängsten sind. Schon auf der abstrakten Ebene der Argumentationsmuster lassen sich also notorisch unterkomplexe Narrative erkennen und kritisieren. Um dies aber nicht nur aus prinzipiellen Gründen zu tun, denn diese lassen sich ja offenbar, so wie auch Menschenrechte, erfolgreich leugnen, erscheint es nötig, weitere politische Gegenstrategien zu entwickeln. Eine davon demonstriert der polnisch-britische Soziologe und Philosoph Sigmund Baumann, der in seinem im September erschienenen Band Die Angst vor den Anderen nicht nur vereinfachende Narrative entzaubert, sondern auch deren Ursachen anhand von Gegennarrativen erhellt. Baumann vertritt als Soziologe den grundsätzlichen Standpunkt, dass eine reduktive nationalistische Identitätspolitik aus moralischen, politischen und in weiterer Folge auch wirtschaftlichen Gründen verheerende Folgen für Europa und natürlich die Welt hätte. Um dies zu belegen, entwickelt er kleine Gegenerzählungen, die einerseits erhellen, warum populistische Narrative funktionieren und andererseits keine Lösungen für die zugrunde liegenden Probleme liefern können. Es geht ihm also ebenfalls um handliche Erklärungen. Woher der Unterschied zwischen individueller Moral und kollektivem Handeln besteht, fragt er beispielsweise. Warum die Vorzüge der wirtschaftlichen Globalisierung nun zu massiver Verunsicherung unter jenen führen, die sich als vermeintlich abgehängt oder wie das in der Soziologie euphemistisch heißt, abwärtsmobil wahrnehmen. Es geht ihm um die Kritik einer Leistungsgesellschaft, die immer neue Feindbilder benötigt, um ihre eigenen unmenschlichen Anforderungen nicht überdenken zu müssen. Um Echokammern, starke Männer und falsche Sicherheitsbedürfnisse, die an Scheinfreunden bedient werden. Ich kann die Argumentation, die Baumann hier entwickelt, nicht im Detail referieren, aber ich hoffe, die Taktik ist klar geworden. Narrative über Migration und Flucht sollen als Werkzeuge zur Panikmache entlarvt werden. Die abstrakte Angst vor dem unbekannten anderen kann, so Baumann, vor allem dadurch entschärft werden, dass sie auf konkrete und lokale wirtschaftspolitische Probleme zurückgelenkt wird. Darüber hinaus sieht er, der selbst zweimal im Leben exiliert wurde, einen unfehlbaren Schlüssel gegen abstrakte Ängste in einem einfachen Mittel, nämlich im offenen Dialog, im Kennenlernen der vormals Unbekannten. Dies führt mich, und damit komme ich zum Schluss, zu einem Aspekt des Narrativen, der angesichts all der unterkomplexen Kurznarrative ein ganz anderes Licht auf die Erzählung wirft. Die vietnamesisch-amerikanische Theoretikerin Trinh Thi Minh betont in ihrer Arbeit seit gut 30 Jahren die Wichtigkeit von Erzählungen, Erzählungen als solchen. Erzählte Geschichten liegen ihrer Meinung nach nicht nur allen unseren Interpretationen und Ansichten zugrunde auf einer strukturellen Ebene, sondern konfrontieren uns auch mit einer Komplexität, die es uns unmöglich macht, vorschnell zu urteilen. Gerade weil Erzählungen auch widersprüchliche und kontingente Elemente beinhalten können und daher nicht leicht auf einen Nenner zu bringen sind, erinnern sie uns immer daran, wie schwierig es ist, eine konkrete Lebensrealität zu bewerten. Umfangreiche Narrationen können so auch ein Modell sein, das uns daran erinnert, wie schwer es ist, einem einzelnen Protagonisten, und das schon beim Lesen, gerecht zu werden. Geschichten bilden also immer auch eine Möglichkeit, sich einer fremden, schwer einzuschätzenden Lebensrealität auszusetzen. Sie bilden virtuelle Vorstufen zu jener Erfahrung, die Baumann hoffnungsvoll als Dialog bezeichnet. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Blick auf Narrative der Flucht zumindest drei Aspekte unterstreicht. Erstens ist es wichtig zu verstehen, durch welche Mechanismen diffamierende, pauschalisierende Narrative konstruiert werden. Zweitens ist es wichtig, sich selbst alternative Erklärungen in Form von Gegennarrativen zu geben, die im Einklang mit höheren moralischen Standards stehen. Und drittens können Geschichten, beispielsweise im Unterricht oder auch im konstruktiven Journalismus, dazu beitragen, die abstrakte Angst vor Fremdheit zu lindern und eine reale Dialogbereitschaft vorzubereiten. Und womöglich bildet die Figur der Migrantin in Europa ja auch eine Metapher oder ein gutes Beispiel für alle diese drei genannten Aspekte. Vielen Dank.